Hausland, Hausland! Yeah, 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 yeah! Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Hausland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde Ranch. Hausland, Hausland! Yeah, 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 yeah! Heute in Hausland, Sarah versucht erfolglos ein gefährliches Pferd zu zähmen und verliert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Diabolo braucht Hilfe und ich bin nicht in der Lage, sie ihm zu geben. Es scheint hoffnungslos zu sein. Wenn ich es bis morgen nicht schaffe, wird er abgeholt und verkauft. Hey, was ist das? Das, meine liebe Angora, ist eine Videokamera. Die Menschen benutzen sie, um... Ich weiß, was es ist, Chef. Ich frage mich nur, was die hier soll. Natürlich, die werden einen Film über mich drehen. Ein Film über dich, Angora? Wie kommst du da drauf? Wer hat denn hier sonst noch Star-Qualitäten? Ganz bestimmt nicht du. Du bist ein Schwein. Oh. Das krasse Gegenteil zu einer eleganten Katze. Oh, das bedeutet, dass... Katzen hochinteressante Geschöpfe sind. Egal, was sie tun es mit einer unvergleichlichen Anmut, mit Grazie und... Selbstbewusstsein, davon hat Angora ein bisschen zu viel und Sarah ein bisschen zu wenig. Hey, Alma, was machst du gerade? Bürsten. Die Luft oder was? Wenn du dein Pferd bürsten willst, mach den Arm länger. Tut mir leid. Hi. Wow, wer gibt uns denn da die Ehre? Caramba, Molly. Willst du auf einer Modenschau reiten? Sag schon. Alma, willst du damit sagen, dass ich nicht jeden Tag so gut aussehe? War ein Scherz. Es ist so, der Reitsportsender macht eine Ausschreibung. Sie suchen einen Nachwuchsreporter und ich werde mich bewerben. Oh. Tja, Alma. Molly Washington, die rasende Reporterin. Live von Horseland. Hey, das wollten wir doch machen. Wieso ihr? Wir haben uns auch dafür beworben. Wir haben die Bewerbung nur noch nicht abgegeben. Komm mit, Molly. Lass uns anfangen. So, Maske okay. Und worüber wirst du sprechen, Molly? Über Sarah. Nicht jede Ranch hat ihre eigene Pferdeflüsterin. Was ist so besonders an Sarah? Was die kann, kann doch jeder. Das ist eine ganz besondere Begabung. Hier steht's drin. Ja, Zoe. Weißt du noch, wie Sarah Pepper geholfen hat, als sie sich beim Sprung verletzt hatte? Sie. Und Chloe, wie war das noch mit... Yeah! Yeah! Unsere Sarah, die mit Tieren sprechen kann. Vielleicht fragt sie mal Angora, was die zu sagen hat. Ja, oder die kleine Maus. Kann sie auch Mäuse flüstern? Piep, piep, piep. Hi, Sarah. Schön, dich zu sehen. Wir haben gerade von dir gesprochen. Ja, ich weiß. Ich habe alles gehört. Piep, piep, Zoe. Ups. Oh, jetzt weißt du, wer deine Freunde sind. Amigas para siempre. Ja, Freunde für immer. Genau. Leg los, Benny. Kamera läuft und Action! Herzlich willkommen, ich bin Molly Washington. Es gibt eine Menge Leute, die behaupten von sich, sie seien Pferdeflüsterer. Aber die meisten von ihnen sind Betrüger. Mein heutiger Gast ist Sarah Wittner und sie kann's wirklich. Komm hier rüber zu mir, Sarah. Halt, Sarah! Sarah, wie ist das mit der Verständigung zwischen dir und den Pferden? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich kann mich ja nicht mit ihnen unterhalten. Ich kann nicht verstehen, was sie sagen und ich habe auch keine Ahnung, was sie denken. Aber Sarah, ich habe es doch selbst gesehen. Ich weiß, du kannst es. Kann was? Flüstern! Mit Pferden! Ich weiß nicht, was das soll, Molly. Ich kann gut mit Pferden umgehen, aber ich habe keine geheimnisvolle Gabe. Wirklich nicht. Cut! Was ist das für ein Trubel da draußen? Hi, Sarah. Hilfst du mir mal? Melanie? Was machst du denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Ruhig jetzt, Diabolo. Komm, gib ihn mir mal. Ich kann ganz gut mit schwierigen Pferden umgehen. Ganz ruhig, Junge. Na genau, das will ich zeigen. Hol die Kamera, Benny.
Ruhig, Diabolo. Siehst du? Ich darf ihn nicht mal anfassen. Du nimmst alles auf, okay? Ja. Jetzt komm schon, Diabolo. Sieh mich an. Na, geht doch. Okay, Melanie. Und ab mit ihm in die Box. Sarah zeigt uns gerade, wie man ein aufgebrachtes Pferd durch Augenkontakt beruhigen und es so unter seine Kontrolle bringen kann. Guter Junge. Sehr gut. Sind fast da. Was ist da los? Es sieht so aus, als würden wir Besuch bekommen. Ich habe niemanden eingeladen. So ist gut. Keine Angst, jetzt kannst du dich erstmal ausruhen. Benny! Verschwinde mit dem blöden Ding! Sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Ein böses, wildes, gefährliches Biest ist jetzt ganz zahm. Dank der Arbeit unserer Pferdeflüsterin Sarah Wittner. Sie sagt, sie hat keine geheimnisvollen Gaben. Was mich betrifft, ich glaube doch. Ich bin Molly Washington vom Reitsportsender, live von Horseland. Das war's. Wow, du klingst schon ganz genau wie so eine professionelle Reporterin. Du humpelst ja, was ist passiert? Diabolo und ich sind gestürzt. Ich wollte, dass er über eine zu hohe Hürde springt. Diabolo soll ein paar Tage hierbleiben, bis ich wieder reiten kann. Könntest du nicht mit ihm arbeiten? Bitte. Ja, natürlich, aber gibt's irgendwas Besonderes, das ich tun soll? Alle sagen, du bist eine Pferdeflüsterin. Sag Diabolo, dass ich ihn lieb hab. Mach, dass er mich auch wieder mag. Weißt du, Diabolo ist mein erstes eigenes Pferd, aber wenn er mich nicht wieder auf sich reiten lässt, dann werden meine Eltern ihn verkaufen. Sie geben ihm noch diese paar Tage auf Horseland und dann, dies ist seine letzte Chance. Okay, ich versuche es. Ich tue mein Bestes, Melanie. Ich verspreche es. Danke, Sarah. Hoffentlich schaffst du es. Viel Glück, Sarah. Bis bald, Melanie. So, und wie ist dein Name? Mein Name ist Diabolo. Und was hast du mit meiner Sarah zu tun? Das Mädchen, die mich gehöre, kennt sie, mehr nicht. Aber warum bist du hier? Geht dich nichts an, verstanden? Hey, was glaubst du, wer du bist? Und auch das geht euch nichts an. Melanie ist meine Nachbarin. Sie reitet noch nicht lange. Ich versuche ihr nur ein bisschen zu helfen. Komm schon, Sarah. Das Pferd bedeutet Ärger. Ja, so wie der sich aufbäumt und um sich tritt. Der ist echt fies. Weißt du überhaupt, was das Wort Diabolo bedeutet? Teufel! Und hast du dir überlegt, auf was du dich da einlässt, Sarah? Ich habe versprochen, meiner Freundin zu helfen und das tue ich. Hallo, mein Freund. Ich tu dir doch nichts. Niemand will dir etwas Böses. Es ist wirklich sehr interessant, Sarah zu beobachten. Dieser Diabolo ist aufbrausend und unberechenbar. Eine echte Herausforderung. Um euch zu zeigen, was ich meine, werde ich zu Sarah auf den Reitplatz gehen. Ich komme mit, Molly. Es begleitet mich Horselands beste Reiterin und eine Expertin des Reitsports, Alma Rodriguez. Komm, Alma, begrüßen wir Diabolo. So ist gut. Und jetzt sieh mich an. Du kannst mir vertrauen. Hi, Sarah. Hast du was dagegen mit Molly? Ich war kurz davor, dass er mir vertraut, aber du hast den Bann gebrochen. Oh, das tut mir leid. Du sagst Bann? Ich hab ihn gebrochen? Ich wusste doch, es hat was mit Zauberei zu tun. Und jetzt verrat uns dein Geheimnis. Nein, nein, das war nur so eine Redensart. Ich bin hier auf dem Reitplatz mit Sarah Wittner. Unser Thema ist, wie viel Zauberei steckt in der alten Kunst des Pferdeflüsterns. Zauberei, so ein Quatsch. Warum streiten sich die Mädchen, hä? Also, Trine, Sarah kann nicht erklären, was sie tut, sondern nur, was sie nicht tut. Molly will aber alles genau für ihren Film wissen und Alma wundert sich nur. Warum gibt Molly sich mit solchen Kleinigkeiten ab, wenn sie einen Film über mich drehen könnte? Chloe? Jetzt, wo wir uns beworben haben, denkst du doch nicht, dass Molly den Job als Nachwuchsreporterin wirklich kriegt, oder? Das glaube ich nicht. Ihr fehlt einfach die professionelle Einstellung. Und über ihr Erscheinungsbild brauchen wir nicht zu reden. Aber wenn sie nun durch einen dummen Zufall doch gewinnt und wir nicht,
Wir könnten uns nirgends mehr sehen lassen. Sie wäre eine Filmstar-Berühmtheit und um uns würde sich niemand mehr kümmern. Oh, unvorstellbarer Gedanke. Wir müssen was dagegen tun. Guten Morgen, mein Junge. Heute wollen wir beide mal was Neues versuchen. Denk gar nicht erst dran. Die sind ausnahmsweise mal nicht für dich. Stimmt. Und du willst dich doch nicht mit Diabolo um die Karotten prügeln, oder? Oh, nein, niemals. Warum ist er so fies, Chef? Tja, er macht einen bösen Eindruck. Aber ich glaube, das ist doch alles, was es ist. Ein Eindruck. Du hast was gegen das Zaumzeug, habe ich recht, Diabolo? Das hat ganz bestimmt was mit dem Sturz zu tun. Der ist besonders lecker. Mmh. Mmh. Süß und saftig. Willst du auch einen? Der ist für dich. Nimm ihn mir einfach aus der Hand. Na siehst du, so einfach ist das. Okay, okay. Das hat keine Eile. Versuch gar nicht, mich einzuschüchtern. Noch gebe ich nicht auf. Sarah zeigt uns auf eindrucksvolle Weise die 4 Schwerpunkte des Pferdeflüsterns. Ruhe, Ausdauer, Geduld und uneingeschränktes Vertrauen. Kannst du mal eine Weile damit aufhören? Die Filmerei macht Diabolo nervös. Und mich auch. Okay, klar. Kein Problem. Sicher, Molly ist gut. Aber wenn sie uns erst sehen, dann wissen sie, wer die richtigen Superstars sind. Richtig, okay. Also los. Zoe, erzähl uns mal, wie fühlt man sich als Besitzerin eines der schönsten Pferde der Welt? Du meinst das schönste Pferd der Welt? Nein, ich meine eines der schönsten Pferde der Welt. Aber das reicht jetzt auch über dich. Ich bin dran. Das können wir doch nicht zulassen, Chef. Auf keinen Fall. Ich habe eine Idee. Aber ihr beide müsst mir dabei helfen. Da mache ich nicht mit. Die beiden geben mir morgens mein Futter. Wenn Chloe und Zoe mit ihrem Beitrag gewinnen sollten, werden sie als rasende Reporter so viel zu tun haben, dass sie sich um dich nicht mehr kümmern können. Und das bedeutet gute Nacht, Futternapf. Was ist das für eine Idee? So, Diabolo, ganz ruhig. Du weißt doch, was ein Zaumzeug ist. Bleib stehen, braver Junge. Wir schaffen das, Diabolo. Wow, guck dir das an. Ich wünschte, wir hätten das gefilmt. Ich auch. Aber versprochen ist versprochen. Keine Kamera, bevor sie es erlaubt. Hier ist Chloe Stieler von der Horseland Pferde Ranch. Ich werde Ihnen das schönste Pferd... Ich bin Zoe Stieler vom Horse... Wir befinden uns auf... Hey! Vielen Dank, Zoe. Pass doch auf, wo du hintrittst. Entschuldigt die Störung. Habt ihr zufällig meine... Videokamera? Hör damit. Es war Chloes Idee. Ganz ruhig. Bleib stehen, Diabolo. Mit dem Zaumzeug ging es doch auch, aber das reicht noch nicht. Wie soll ich dir denn helfen, wenn du mich nicht lässt? Ich habe wirklich bald keine Lust mehr. Oh nein, ich habe mein Handy nicht ausgeschaltet. Hallo? Oh, Melanie, es tut mir so leid. Was, Sarah? Ist was passiert? Sie haben einen Käufer gefunden für Diabolo. Oh nein, warum wollen Sie Diabolo schon verkaufen? Du arbeitest doch noch mit ihm. Der Vertrag ist zwar noch nicht unterzeichnet, aber Melanies Eltern glauben nicht, dass er sich bessert und wollen nicht mehr warten. Wenn ich es bis morgen nicht schaffe, wird er abgeholt und verkauft.
Das musst du verhindern, Sarah. Und wie? Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Diabolo braucht Hilfe und ich bin nicht in der Lage, sie ihm zu geben. Sarah, du hast noch nie mit einem so schwierigen Pferd gearbeitet. Ich glaube, du brauchst eine kleine Abwechslung. Was hältst du von einem kleinen Ausflug? Okay, ich hole Scarlett. Wir reiten ein bisschen. Wach auf und riech das frische Heu, Diabolo, solange du noch kannst. Wenn du Sarahs Hilfe nicht annehmen willst, lässt du damit auch Melanie im Stich. Und ich finde, das hat sie nicht verdient. Die beste Besitzerin, die ich je hatte. Und wie habe ich es ihr gedankt? Sie ist verletzt durch meine Schuld. Du machst dieses ganze Theater wegen eines Reitunfalls? Das kann doch passieren. Ich habe auch schon mal Fehler gemacht, durch die Molly gestürzt ist. Es ist nicht Molly, die humpelt. Es ist Melanie. Sag mal, was machst du da? Wonach sieht es denn aus? Hör auf, Diabolo. Das bringt doch überhaupt nichts. Du kannst deine Weisheiten für dich behalten. Ich hau ab. Oh Mann, ich hole Hilfe. Diabolo, komm zurück. Wir müssen hinter ihm her. Hol die Kamera. Ach, Scarlett, ich hätte mich so für Melanie gefreut, wirklich. Diabolo, halt, renn nicht weg. Hinterher, schnell. Da müssen wir durch, Scarlett. Diabolo, bleib stehen! Vorsicht, der Felsen! Um Himmels Willen, wir sind eingeschlossen! Scarlett, ich kletter über den Felsen und laufe zurück zur Ranch. Bleib ganz ruhig, ich mach's so schnell ich kann. Na, wen haben wir denn da? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Diabolo. Ich hab versucht, dir zu helfen, aber jetzt drehen wir den Spieß mal um. Ich brauche deine Hilfe. Ich sage dir, was wir tun. Du wirst mich aufsitzen lassen? Dann werden wir losreiten und Hilfe holen. Und jetzt hör auf mit dem Rumgezicke. Du musst das tun, Diabolo. Für Scarlett und mich, aber ganz besonders für dich und Melanie. Na, ist das so schlimm? Ich werde jetzt meine Hände auf deinen Rücken legen und mich dann hochziehen. Okay. Geht los. Sehr gut, Diabolo. Sehr gut. Scarlett, ich bin gleich zurück. Bleib ganz ruhig, es dauert nicht lange. Können wir? Na los, mein Freund. Benny, da, schnell die Kamera. Sarah reitet Diabolo. Und so nahm alles ein gutes Ende. Es war Sarahs Mut und Ausdauer zu verdanken, dass Scarlett befreit wurde, Sarah wieder an sich glaubte und Diabolo zu seiner Melanie zurückkehren konnte. Und alle sind glücklich und zufrieden. Ja, gut gemacht, Molly! Danke. Ich habe euch etwas mitzuteilen. Der Reitsportsender liebt meinen Film. Sie bieten mir den Job als Nachwuchsreporterin an. Toll, Molly, großartig. Oh, super. Und wann fängst du an? Gar nicht. Ich habe abgelehnt. Hast was? Der Job hätte mir keine Zeit zum Reiten gelassen. Und das ist das Allerwichtigste für mich. Nicht, Calypso? Zeigen Sie den Film wenigstens? Das war so viel Arbeit. Nein, ich wollte es nicht. Aus Rücksicht auf Sarah. Danke. Ich will nicht, dass jemand glaubt, ich sei so eine Art Pferdeflüsterin. Es reicht, wenn ich weiß, wie man mit Pferden umgeht. Richtig, Scarlett? Tja,
Molly hat sich also gegen ein Leben im Scheinwerferlicht entschieden, womit die Chancen für Zoe und Chloe wieder steigen. Was meinst du? Niemals! Ich wollte das nicht zeigen, wenn Zoe und Chloe dabei sind. Chloe Stieler von der Horseland Pferderanch. Ich werde Ihnen das schönste Pferd... Zoe Stieler vom Horse... Wir befinden uns auf... Hey! Naja, die Karriere von Zoe und Chloe als Nachwuchsreporter scheint doch wohl eher unwahrscheinlich. Aus welchem Grund auch immer. Und so bleibt alles beim Alten auf Horseland und darüber sind alle glücklich. Das haben mir die Pferde geflüstert.